Was geschieht nach der Auferstehung der Toten? Das ist das Video, das ich hier drehe, der Titel. Das wissen viele gar nicht mehr. Die haben keine Vorstellung. Für die sind das religiöse Phrasen, mit denen die nichts Konkretes mehr verbinden. In diesem Video erfährst du, was nach der Auferstehung geschieht. Manche denken, der Mensch, wenn er stirbt, dann geht er in den Himmel oder in die Hölle. Das ist die naive Vorstellung, wobei die meisten das halt nicht ernst nehmen. Die glauben das ja in Wirklichkeit nicht. Die kennen die Vorstellungen noch als alte Mythen. So reden es inzwischen viele Generationen von Theologen sogar den Menschen ein. Das seien Mythen und Himmel und Hölle, das seien nur Bilder. Aber wenn der Mensch stirbt, dann geht er zunächst mal ins Totenreich. Und hat da die Totenruhe und nach dem Totenreich findet eben am letzten Tag die Auferstehung statt. Und dann geht es nicht in den Himmel und nicht in die Hölle, sondern an diesem letzten Tag der Auferstehung, da geht es in das Endgericht vor Gott. Allerdings, nicht alle werden dort stehen bleiben im Endgericht. Aus der Auferweckung, der Auferstehung geht ein Teil, der größere Teil leider, in das Endgericht hinein, kriegt dort sein Urteil und der kleinere Teil leider, der wird hindurchgewunken. Warum? Weil dieser kleinere Teil, der trägt ein weißes Gewand, der trägt einen eigentümlichen Glanz, der hat nämlich etwas gemacht in seiner Lebenszeit. Der hat seine Sünden abgegeben. Da ist nichts mehr zu richten im Endgericht, am letzten Tag nach der Auferstehung. So steht er da in einem weißen Gewand. Was ist dieses weiße Gewand, der eigentümliche Glanz? Das ist der Heilige Geist, ein Bild für den Heiligen Geist. Hier tatsächlich mal ein Bild. Ich bitte aber darum, das möglichst direkt zu nehmen. Es gibt Bilder und es gibt Wahrheiten und wer in seiner Lebenszeit seine Sünden an das Kreuz abgibt, der hat am Tag der Auferstehung, wenn er ins Endgericht geht, keine Sünden mehr, sondern im Gegenteil, der hat nicht nur keine Sünden mehr, sondern der hatte in seiner Lebenszeit, als er Jesus Christus als Herrn und Retter angenommen hatte, den Heiligen Geist erhalten. Und so steht er in einer völlig anderen Verfasstheit am Tag der Auferstehung aus den Toten auf und geht in das Endgericht und wird hindurchgewunken. Denn, wie gesagt, da ist nichts mehr zu richten. Er wird hindurchgewunken. Das wird geschehen jedem, der in seiner Lebenszeit Jesus Christus als Herrn und Retter annimmt, am Tag der Auferstehung. Die anderen stehen dann im Gericht, haben ihre Sünde nicht abgegeben, aus irgendwelchen Gründen, die haben die Sünden geliebt. Deshalb konnten die Gott nicht gebrauchen. Und so stehen sie da und werden gerichtet. Ich möchte noch ein paar Worte sagen zum Unterschied zwischen vor und nach dem Totenreich. Die Auferstehung findet ja nach dem Totenreich, Hades, Sheol genannt, in den alten Schriften der Bibel statt. Vor diesem Totenreich aber, zwischen Tod und Totenreich, wenn der Mensch gestorben ist, dann ist er nicht unbedingt tot. Es kann sein, dass da noch die Lebensschnur intakt ist. Da gibt es eine Silberschnur, das ist die Seelenschnur, die Lebensschnur. Kann sein, dass die noch intakt ist. Wenn du das siehst, du bist tot, klinisch tot, du bist außerhalb deines Körpers und du siehst, da ist eine Lebensschnur, eine Silberschnur und die ist noch intakt, dann kannst du zurück in dein Leben. Ich sag dir eins, geh zurück in dein Leben, egal was deine Probleme sein mögen, in deinem Leben gewesen sein mögen, egal wie wundervoll dir dieser Zustand außerhalb des Körpers erscheint. Wenn deine Lebensschnur intakt ist, geh zurück in dein Leben, geh zurück in deinen Körper. Selbst dann, wenn er krank ist und siech ist, geh zurück. Warum? Warum diese Empfehlung? Zumal ja, wie Jesus gesagt hat, der Teufel der Führer dieser Welt ist. Also du gehst zurück in eine Welt, die der Führerschaft des Teufels unterliegt. Warum empfehle ich dir das? Weil diese Nahtoderfahrung, die wird
dein Leben im Körper befruchten, geistlich befruchten. Du wirst ein Mensch im Körper sein, aber ein geistlicher Mensch nunmehr. Du kannst das verarbeiten und du kannst dann auf jeden Fall viel besser die richtige Entscheidung treffen, denn eine Nahtoderfahrung, die zeigt dir, dass es da mehr gibt als diese sichtbare Welt, die stellt dich in eine Entscheidung. Die richtige Frage lautet, wie werde ich gerettet? Da gibt es nur eine Antwort, indem ich Jesus Christus als meinen Herrn und Retter annehme. Denn dann erlange ich Sündenvergebung, dann erhalte ich den Heiligen Geist, Führung fruchtbar durch den Rest meiner Lebenszeit, einen geruhsamen Totenschlaf im Totenreich, wenn ich auf die Stimme des Heiligen Geistes gehört habe, Auferstehung im weißen Gewand, eigentümlicher Glanz und dann hindurchgewunken werden durch das Endgericht in das Paradies. Das ist der Weg. Wenn es irgendeinen anderen Weg gäbe, Gott hätte ihn gewiesen. Gottes Sohn von vor aller Zeit, durch den Gott alles geschaffen hatte, Zeiten und Räume und alles darin, er wurde freiwillig Mensch, um die Sünden zu tragen. Wenn es irgendeinen anderen Weg gäbe, Gott hätte den Weg gewiesen und er hätte seinem Sohn von vor aller Zeit, Jesus Christus, den harten Kreuzesweg erspart. Du kannst das für dich annehmen. Du kannst ein Kind Gottes sein, auferstehen am Tag der Auferstehung in einem weißen Gewand eigentümlicher Glanz hindurchgewunken werden in das Paradies. Das macht Jesus, wenn er dein Herr und Retter ist. Gottes Segen. Amen.